Ja, ich glaube schon. Gut, mal gucken, was du dann zu sagen hast. Wumbas Wigwam. Großes Willkommen an Klein Bär und Vogel. Ich bin Benjo und das ist meine gefiederte Freundin Kazooie. Ich bin Humba Mumba. Beste Zauberperson auf ganz Spiel. Man hat uns gesagt, Mumba wäre der Beste. Nicht wahr? Mumbo Amateur. Wumba Beste, du bringst Globo Zauberwesen zu mir. Du haben Globo, wollen es Humba geben? Ja, geben wir es Humba. Humba Wumba. Natürlich, ich werfe es einfach hinein. Yeah. Nun, Zauber fertig. Bringe den Wumba Becken. Wumba, Wumba, Wumba. Du bist ja ein witziges Kerlchen. Sieht aus wie so eine Transe. Aber auch egal. Na? Komm hier raus. Und rein da. Yeah, jetzt bin ich ein Steinmensch. Wumba, das nenne ich Steini. Du 3D-Joystick bestätigen. Um zu bewegen dich und du drücken B, um zu attackieren, wie viel stark Dingspunkt. Springen wie dein Wumba wecken, denn wenn wollen, wieder Bär und Vogel sein. Puh. Raus hier. Raus. So. Smaragdschlangenhalle heißt das. Habe ich noch gar nicht gesehen. Okay, und jetzt sind wir ein Steinmensch. Ah, er kann sogar angreifen. Unter den großen Felsen findest du viele Überraschungen. Was für ein Felsen, bitteschön. Von da komme ich. Mein Controller macht schlapp. Gucken wir. Ach, da, genau. Da war diese Schlange. Also muss es hier weggehen. So, springen muss ich. Ho, hu. Lass mich in Ruhe. So. Ist gar nicht mal so schwach. Du hast eine Geschicklichkeitshonigwabe gefunden. Drücke B im richtigen Moment, um deinen Energievorrat optimal aufzufrischen. Meine Waschen optimal aufgefrischt. Jetzt. Oh. Das hat sich ja gelohnt. Das dürfte sich aber später lohnen. Wenn ich mal nur so eine Honigwabe noch hab und ich krieg so eine Wabe, dann kann ich alles auffüllen. Schwer ist es ja nicht. Vielleicht wird es ja noch schwerer später. Vielleicht wird es ja dann schneller. Die Auswahl. Ja, und diese Steine kann ich bestimmt irgendwann mit einem Move später kaputt machen. Geht ja gar nicht anders. Und ich würde sagen, wir kümmern uns mal um diesen Bereich hier. Und die Musik hier ist auch wieder phänomenal. Und was willst du? Ich spiele Banjo, der Steini. Darf ich auch spielen? Ich weiß nicht. Dieser Rucksack kommt mir so bekannt vor. Willst du damit sagen, wir seien Bär und Vogel von und verseuchten und... was? Ah, blub, blub. Ganz offensichtlich, aber es gibt sowieso zu wenig Spieler, also macht meinetwegen mit. Das mache ich. Schon allein wegen der Musik. So, und man kann hier auch noch trainieren. Marios Fußballstadion. Man kann hier auch noch trainieren, aber das lasse ich jetzt. Und ich würde sagen, das sehen wir dann im nächsten Video. Nämlich dann, wenn ich einen anderen Controller habe. Wir sehen uns dann. Okay, jetzt den noch. Willkommen bei der Meisterschaft im Steinball-Turnier. Du darfst das Viertelfinale antreten. Aber ich empfehle dir zunächst dort unten ein wenig zu trainieren. Ja, ich muss auf jeden Fall Controller wechseln vorher.
Na, geht's jetzt wieder? Ach, ich probier's einfach einmal. Vielleicht klappt's hier. So, Steinball-Turnier, Viertelfinale. Und das ist ein Vierer-Battle. Hey da, wer ist dieser hässliche Kerl? Möge der beste Steini gewinnen. Wo bin ich? Hier oben. Und so viele Schweiß muss ich einfach... Na. Hier rein. Okay. Na. Wie schieße ich eigentlich? Ah, mit Z. Nur mein Controller hackt rum. So. Das ist nicht schwer. Die sind ja ultra schlecht. So. Na toll, verloren. Obwohl ich den gleichen Punktestand habe wie der andere. Nee. Ich mache jetzt erstmal Pause und wechsle den Controller. Wir sehen uns dann im Viertelfinale beim nächsten Video. Bis dahin.